freue mich wirklich sehr, heute Abend im Namen des Promotionskollegs Literaturtheorie als Theorie der Gesellschaft Dr. Thomas Ernst hier in Münster in dieser wirklich ja, thematisch passenden Location begrüßen zu dürfen. Passenderweise auch einen ehemaligen Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung, also schließt sich hier gewissermaßen tatsächlich im Kreis, könnte man formulieren. Nach seiner Promotion im Jahr 2008 war Thomas Ernst zunächst als Postdoktorand an der Universität Luxemburg tätig. Seit 2010 ist er Assistent bei Rolf Paar an der Universität Duisburg-Essen. Ich stelle das hier mal ab, das sieht doch ein bisschen zu so für sich. seine Forschungsschwerpunkte sind Literatur, Kultur und Medientheorie. Und sein sehr spannendes Habilitationsprojekt befasst sich momentan mit der Geschichte des geistigen Eigentums. Anlass des heutigen Vortrags ist das Erscheinen seines, wie ich finde, brandaktuellen Buchs mit dem Titel Literatur und Subversion, politisches Schreiben in der Gegenwart. Dabei handelt es sich um eine veränderte Fassung seiner Dissertation, wenn ich das richtig sehe. Gekürzt, verlängert, gekürzt, umgebaut, aktualisiert. Gekürzt, okay. Denn jetzt ist es nur mal eine 600 Seiten umfassende Studie, darf man jetzt keine Angst kriegen, in der es um keine geringere Frage geht, als die, ob und wie literarische Texte als eine Form politischen Schreibens betrachtet werden können. Ganz konkret geht es um einen Paradigmenwechsel in der Gegenwart von einer engagierten zu einer subversiven Literatur. Die wird also nachgezeichnet, oder dieser Paradigmenwechsel wird auch nachgezeichnet, in zahlreichen Beispielen plausibilisiert. Er selbst fasst die Thesen seines Buchs mit dem Satz zusammen, das habe ich von der Verlagsseite geklaut: Literatur schreibt noch immer die Enden der Geschichte um und tritt dabei in ein produktives Verhältnis zu Diskursen der Subversion. Also in diesem Sinne, herzlich willkommen, Thomas. Du hast das Wort, und bevor du das Wort hast, muss ich noch sagen, wir filmen mit. Und ich soll sagen, wenn nachher in der Diskussion jemand nicht gefilmt werden will, dann muss er entweder sich den Rucksack vors Gesicht halten oder dann leider gehen. oder die Kamera nachher am Ende irgendwie an sich reißen. Das mal als Warnung. Wir können noch nachher schneiden vom Gesicht. Das ist aber nicht sehr subversiv. Das war die Softlösung zu schneiden. Genau. Entschuldigung. Ja, jetzt hast du das Wort. Ja, danke. Ich danke für die sehr, sehr freundliche Einführung. Ich danke auch absolut für die Einladung, die mich enorm gefreut hat, hier zum Promotionskolleg Literaturtheorie als Theorie der Gesellschaft kommen zu können. Als Altstipendiat zu einem Böckler-Promotionskolleg, da kommt man extremst gerne, aber auch natürlich aus inhaltlichen Gründen. Frau Wagner-Egelhaf, auch natürlich für die Einladung großen Dank. Ja, und ich hoffe, wir werden einen interessanten Abend miteinander haben. Mal schauen, was wir daraus machen. Ich kann vielleicht vorneweg sagen, es ist auch das erste Mal, dass ich jetzt in Deutschland, in Brüssel habe ich schon gemacht, dieses Buch überhaupt präsentiere. Deswegen bin ich selbst auch sehr gespannt, was uns die Diskussion erbringen wird. Am 7. Dezember 1999 wurde Günter Grass von Schwedens König Carl Gustav der Literaturnobelpreis verliehen. Wir sehen hier das Bild zur Verleihung. Das endgültige Satiremagazin Titanic hat in seiner Ausgabe vom Februar 2000, also knapp zwei Monate später, das Bild aufgenommen und mit Sprechblasen versehen. Vielen, vielen Dank, sagt Günter Grass, und Carl Gustav antwortet verwirrt: Lass endlich los, ist schon Februar. Diese Textbildcollage will zweierlei zeigen. Erstens, dass die Figur des Intellektuellen in Deutschland ihre besten Zeiten hinter sich habe, sich jedoch weiterhin an ihren längst verlorenen Status klammere. Sowie zweitens, dass neben den engagierten und in den Feuilletons besprochenen älteren Autoren wie Günter Grass junge Autoren intermediale Formen nutzen, um die politischen Verhältnisse oder auch die Gepflogenheiten des Literaturbetriebs zu thematisieren und womöglich lächerlich zu machen. Dieses Beispiel zeigt, dass es auf dem Feld der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur unterschiedliche Formen des politischen Schreibens gibt. Allerdings steht der Typus des engagierten Intellektuellen, wie Grass ihn verkörpert, zentral. Entsprechend begann ich in den 1990er Jahren mein Germanistik- und Philosophiestudium noch aus der naiven und im Deutschunterricht erlernten Haltung heraus, dass literarische Texte selbstverständlich eine gesellschaftliche Relevanz besitzen und womöglich sogar klare politische Veränderungen bewirken könnten. Ich stellte jedoch während meines Studiums schnell fest, dass der Literatur genau diese verändernde Kraft immer weniger zugetraut wurde. Womit ein Problem bestimmt wäre, das auch für das Anliegen eures Promotionskollegs wichtig ist, weil dieses Kolleg natürlich in einer ganz parallelen Form auch Literaturtheorie als Theorie der Gesellschaft zu beschreiben versucht. Nach Abschluss meines Studiums habe ich dann in meinem Dissertationsprojekt, ebenfalls, wurde gesagt, gefördert von der Böckler-Stiftung,
an der Beantwortung dieser großen literaturwissenschaftlichen Fragen zu arbeiten versucht. Nämlich, kann man das eigentlich von der Schriftgröße erkennen? Ja. Wie kann die gesellschaftliche Bedeutung von Literatur beschrieben werden und was ist eigentlich politisches Schreiben in der Gegenwart? Die Ergebnisse meiner langjährigen Arbeit werde ich heute präsentieren. Und dabei werde ich etwas Unmögliches versuchen, nämlich ich werde versuchen, diese 570 Seiten in eine Stunde Sprechtext zu pressen, was natürlich nur scheitern kann. Womit wir direkt bei einer subversiven Geste wären, der Sinn des Vortrags ist sein Scheitern. Daher ist es natürlich gut, dass Sie nachher Fragen stellen können. Ich kann gerne auch in der Diskussion noch einzelne Punkte, wenn er fragt, vertiefen. Zugleich freue ich mich darauf, dass wir nachher auch kritisch über meine Thesen diskutieren können, denn immerhin versucht meine Arbeit, die literaturwissenschaftlichen Kategorien, mit deren Hilfe man politisches Schreiben zu beschreiben versucht, deutlich zu erweitern. Dabei werde ich in meinem Vortrag versuchen, den Argumentationsverlauf meiner Studie in diesem Vortrag weitestgehend abzubilden, die Kernthesen des Buches zu präsentieren, diese Thesen klar in den Debatten der aktuellen Forschung zu positionieren und mindestens an einem Punkt auch auf die momentane Feuilleton-Debatte über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur einzugehen. Da improvisiere ich dann aber auch ein bisschen. Wie werde ich das machen? Zunächst werde ich mich historisch mit dem aktuellen Stand des problematischen Verhältnisses von Literatur und Politik befassen, wobei ich mich in diesem Rückgriff aufs 20. Jahrhundert beschränken werde. Auf dieser Basis werde ich dann meine erkenntnisleitenden Begriffe, Theorien und Methoden entwickeln, wobei ich den Begriff der Subversion und seine Verwendung diskursanalytisch untersuchen, vier Diskurse der Subversion differenzieren und anschließend Literatur als Subversion beschreibbar machen werde. Dieser Schritt bringt zudem ein literatur- und kulturwissenschaftliches Analysemodell politischen Schreibens hervor, das das erste wichtige Ergebnis der Studie ist. Ein Analysemodell ist allerdings nur dann tauglich, wenn es sich an seinen Gegenständen bewährt. Daher habe ich zahlreiche Felder der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die in einem produktiven Verhältnis zu Diskursen der Subversion stehen, analysiert. Zwei davon, nämlich die avancierte Popliteratur Thomas Meinekes und das Kallax-Bach-Konzept Feridun Saimoglus, werde ich in diesem Vortrag ausführlicher thematisieren. Es ist angekündigt worden, dass ich auch über Jelinek spreche, über die Titanic und über den Social Beat. Das können wir gerne in der Diskussion noch vertiefen, aber wenn ich das machen würde, dann würden wir relativ lange hier sitzen, habe ich beim Verfassen des Vortrags gemerkt und deswegen gehe ich da nur sehr am Rande oder gar nicht drauf ein. Die Ergebnisse der Untersuchung fasse ich dann schließlich in einem Fazit zusammen, das unter dem Titel Diskurse und Aporien der Subversion steht. Da sind wir eins zu weit, glaube ich, das kommt dann gleich. Die Figur des Intellektuellen hat historisch eine Lücke besetzt. Ende des 19. Jahrhunderts waren die modernen Gesellschaften so weit differenziert, dass die politische, die juristische, die ökonomische und die religiöse Sphäre zwar spezifische Funktionen im Gesellschaftsgefüge angenommen hatten, jedoch nicht mehr dem großen Ganzen einen verbindlichen Sinn gaben. Diese Situation ermöglichte die spezifische Form der Autorinszenierung, die wir heute noch als öffentliche intellektuelle Rede kennen. Für Georg Jäger zeigen sich in Emile Zolas eingreifendem Handeln in der Dreyfus-Affäre 1898 prototypisch die Merkmale, die in der Zukunft den Begriff des Intellektuellen bestimmen sollten. Zitat: Ein Schriftsteller setzt sein Ansehen ein, um sich in einem konkreten Fall politisch zu engagieren. Er tut dies im Namen allgemeiner aufklärerischer Werte, wie der Wahrheit und der republikanischen Grundwerte. Der Schriftsteller bedient sich der Medien, um Öffentlichkeit herzustellen und setzt dabei spezifische publizistische und rhetorische Mittel ein, zum Beispiel offener Brief, Appell, Erklärung, Resolution, Gruppenmanifest. Und der Schriftsteller bewährt sein Engagement, indem er persönlich die Konsequenzen trägt, Verurteilung, Exil. Neben diese öffentliche Rede des literarischen Intellektuellen treten selbstverständlich auch Konzeptionen einer politischen Literatur, wie wir sie unter anderem bei Bertolt Brecht oder Anna Segers verwirklicht sehen, die, wie viele andere Autoren auch, während des Nationalsozialismus ins Exil fliehen mussten. Nach dem Nationalsozialismus und dem Holocaust ergab sich für die deutsche Literatur, Sie merken, ich mache das hier alles im Schnelldurchlauf, eine sehr spezifische Lage. So waren beispielsweise die Traditionslinien einer avantgardistisch-experimentellen Literatur durchtrennt worden.
Zugleich spielte die Literatur eine wichtige Rolle bei der demokratischen Re-Education der deutschen Bevölkerung. Für die Nachkriegsliteratur wurde Jean-Paul Sartres Konzept der Literature engagée entscheidend. In Qu'est-ce que la littérature erklärt Sartre 1947 apodiktisch, dass alle literarischen Texte praktische Handlungen seien und eine politische Positionierung bedeuteten. Es sei, Zitat, die Funktion des Schriftstellers, dafür zu sorgen, dass niemand über die Welt in Unkenntnis bleibt. Mit einem Wort, es geht darum, worüber man schreiben will, über Schmetterlinge oder über die Situation der Juden. Zitat Ende. Dieses starke Bekenntnis zur politischen Rolle der Autoren fand im bundesrepublikanischen Literaturbetrieb der Nachkriegszeit einen starken Widerhall. In der Gruppe 47 waren viele Autorinnen und Autoren aktiv, die eine solche sowohl inhaltlich literarisch als auch öffentlich politisch engagierte Autorschaft vertraten, unter anderem die Literaturnobelpreisträger Böll und Grass. Zugleich, und das ist jetzt entscheidend, gab es jedoch bereits im Verlauf des 20. Jahrhunderts Formen eines politischen Schreibens, die Wege jenseits der öffentlichen intellektuellen Rede und der vor allem inhaltlich engagierten Literatur suchten. An erster Stelle sind hier natürlich die historischen Avantgarden zu nennen. Momentan findet hier ja eine Konferenz statt, die danach fragt, ob es sich überhaupt in Deutschland vom Surrealismus als Bewegung sprechen lasse. In jedem Fall lässt sich für den deutschsprachigen Raum von einer dadaistischen Bewegung, gesprochen werden, die sich politisch gerade durch die Verweigerung des politischen Sprechens definiert. Wir sehen das beispielsweise hier im Dada-Manifest, in dem Richard Hülsenbeck formuliert, Dada bedeutet nichts, wir wollen die Welt mit nichts ändern, wir wollen die Dichtung und die Malerei mit nichts ändern und wir wollen den Krieg mit nichts zu Ende bringen. Ich erspare jetzt verschiedene Etappen, die man jetzt noch durchgehen könnte. Einerseits die Avantgarde-Tradition. Man denkt dann an einen Theoretiker wie Theodor W. Adorno, der sich natürlich ganz vehement auch gegen das, was wir heute als engagierte Literatur bezeichnen würden, gestellt hat und andere Formen an moderne Literaturen gesucht hat. Ich erinnere ganz, ganz kurz und titsche das nur an die Debatte rund ums Kursbuch 15, den Tod der Literatur oder die Präferenz für eine dokumentarisch-journalistische Literatur und so weiter. Allesamt Formen, die die engagierte Literatur und die öffentliche intellektuellen Rede in Frage stellen und alternative Formen eines politischen Schreibens favorisieren. Diese Konfliktlinien zwischen einer äußerst präsenten engagierten Literatur sowie ihrer Kritik, gerade auch aus dieser Perspektive alternativer Konzepte, kulminiert, so wäre meine These, in den 1990er Jahren. Dies ist zugleich der Ausgangspunkt meiner Untersuchung. Auch andere literaturwissenschaftliche Arbeiten beschreiben für die Zeit nach der politisch-historischen Wende von 89-90 im deutschsprachigen Raum eine umfassende Delegitimation der engagierten Literatur und des literarischen Intellektuellen, die wiederum auf drei Komplexe zurückgeführt wird. Erstens treten literarische Intellektuelle einerseits aus einem universellen Wissen heraus für allgemeine menschliche Werte ein und formulieren global gültige Thesen. Andererseits begründet sich ihre herausragende Position jedoch immer in einem nationalen Zusammenhang. Dabei handelt es sich offensichtlich um eine widersprüchliche Konstruktion. Man könnte darüber diskutieren, ob es sowas wie globale Intellektuelle gibt. Das wäre eine spannende Frage. Schon in den 1970er und 1980er Jahren haben Michel Foucault und Jean-François Lyotard diesen Typus des universellen Intellektuellen für delegitimiert erklärt. Foucault hat ihm den Typus des spezifischen Intellektuellen gegenübergestellt, Lyotard ihm gleich ein Grabmal errichtet. Seit den 1980er Jahren sorgt eine immer stärker werdende kulturelle und mediale Globalisierung dafür, dass diese Imagination einer national verankerten Figur universellen Wissens, die ultimative Forderungen aufstellt, delegitimiert wirkt. Zweitens war nach 1989-90 der Topos vom Ende der Geschichte sehr präsent. Francis Fukuyama erklärt in seinem berühmten Aufsatz von 89 ultimativ, what we may be, ich weiß gar nicht, habe ich das als Zitat? Nein, habe ich nicht. What we may be witnessing is not just the end of the Cold War or the passing of a particular period of post-war history, but the end of history as such. That is, the end point of mankind's ideological evolution and the universalization of Western liberal democracy as the final form of human government. Fukuyamas Vorstellung, dass die Geschichte an ein Ende gekommen sei,
kann aus heutiger Perspektive sehr leicht problematisiert werden. Wir haben bereits neue geopolitische Konfliktkonstellationen und Veränderungen wie den sogenannten War on Terror, den arabischen Frühling oder aktuell die Eurokrise erlebt. Wer hätte 1990 gedacht, dass knapp 20 Jahre später aus guten Gründen einzelne Banken zumindest temporär verstaatlicht würden. Allerdings scheinen die klaren Frontstellungen aus der Zeit des Kalten Krieges aufgelöst. Politische Kämpfe werden heute im Regelfall jenseits nationaler Grenzen und innerhalb eines flexiblen Kapitalismus ausgetragen. Drittens relativieren die neuen Medien wie Radio, Fernsehen, Computer und insbesondere das Internet die gesellschaftliche Position des Mediums Buch. The End of Gutenberg Galaxy, die Marshall McLuhan schon deutlich früher ausrief, scheint immer näher zu kommen. Literarische Texte und Bücher sehen sich unter einem starken medialen Konkurrenzdruck und die Vorstellung, dass literarische Intellektuelle gleichsam den Herzschlag der Gesellschaft bestimmen könnten, wird noch problematischer, als sie es ohnehin bereits war. In den 1990er Jahren verfestigt sich die literaturwissenschaftliche Beobachtung, dass literarische Texte gerade dann eine öffentliche Wirksamkeit erreichen, wenn sie nicht mehr als literarische Kunstwerke mit ästhetischen Qualitäten, sondern als textliche Repräsentationen politischer Aussagen gelesen werden. Peter Handkes Serbien-Essay von 1996 oder Günter Grass' Israel-Gedicht von 2012 wären Beispiele für diese Entwicklung. Wie aber lassen sich nun noch Formen einer politischen Literatur differenziert beschreiben, wenn man zwar diese Verdikte gegen die engagierte Literatur und den öffentlichen Intellektuellen ernst nimmt, zugleich jedoch davon ausgeht, dass es auch noch andere Formen politischen Schreibens in der Gegenwart gibt? Mein Lösungsansatz für dieses Problem ist es, den Begriff der Subversion für diese Problemlage produktiv zu machen. Diesen Ansatz, und das ist gerade in einem Promotionskolleg, glaube ich, eine sehr wichtige Message, ganz oldschool sozusagen mal direkt verkündet. Diesen Ansatz verdanke ich meinen langwierigen Lektüren, ich wiederhole langwierigen Lektüren, zu Beginn meines Promotionsprozesses, in dem manche von Ihnen vielleicht aktuell noch stecken. Ich erinnere mich an das ungute Gefühl, endlich Text, so heißt es dann ja immer, produzieren zu müssen. Aber Sie sehen, auch solche Trockenübungen sind beim Promovieren wichtig. Also, diese Lektüren zeigten mir, dass in der Forschung immer weniger von der engagierten oder der politischen Literatur die Rede war, sondern dass zunehmend von einer subversiven Literatur geschrieben wurde, wobei ich anfangs intuitiv Subversion als eine partielle, gebrochene, indirekte Form der politischen Intervention verstand. Was ich damals noch in langen Lektüren mühsam recherchieren musste, zeigen die Digital Humanities heute mit ein paar Klicks. Ich habe Ihnen das mal für diesen Vortrag visualisiert. Der Endon Viewer bildet ab, in wie viel Prozent aller von Google Books gescannten Werken einer jeweiligen Sprache ein Begriff benutzt wird. Für die hier relevanten Begriffe zeigen sich in der Tat interessante Verläufe, wobei ich diese quantitativen Fakten im Folgenden natürlich qualitativ untermauern werde. Man kann hier mal schauen, ich weiß nicht, ob man das von überall sehen kann. Hier geht es um die Begriffe engagierte Literatur und politische Literatur und wir haben hier den Verlauf von 1800 bis 2010. Wenn man da ein bisschen näher rangeht, das ist jetzt nur von ungefähr 1940 bis 2010, engagierte Literatur, politische Literatur. Wir haben hier den Verlauf für spezifische Formen von politischer Literatur, Arbeiter- und Frauenliteratur für die Zeit 1940 bis 2010. Mich hat es sehr überrascht, das so klar zu sehen. Und hier haben wir jetzt den Begriff der Subversion und der subversiven Literatur, auch wieder von 1940 bis 2010. Ich lege aber Wert auf die Feststellung, ich hatte das damals noch nicht. Ich habe das jetzt für diesen Vortrag mir einfach mal angeschaut. Und hier dann unter Form einer Literatur, die ich dann auch beschreiben und Ihnen präsentieren werde. In dem Fall Pop- und Migrantenliteratur von 1940 bis 2010. Wie das da nach oben geht. Man will ja nicht genau wissen, wo die Kurve der Popliteratur irgendwann noch hinschießen wird. Und was das dann bedeutet. Gut, genau. Dann gehen wir weiter. Wir sind also beim zweiten Teil, die Setzung. Ich versuche mal über den Subversionsbegriff diese Konfliktlage produktiv zu klären. Die methodologische Vorentscheidung, mit dem Begriff der Subversion an das Feld der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur heranzugehen, birgt natürlich die Notwendigkeit in sich, diesen vielfältig genutzten Begriff klarer zu fassen. Um ein eigenes Analysemodell entwickeln zu können, habe ich daher zunächst in einer kurzen, diachronen Diskursanalyse untersucht, welche Bedeutungen dem Subversionsbegriff zugeschrieben werden, der im deutschsprachigen Raum seit etwa Ende des 18. Jahrhunderts und somit später als beispielsweise in England oder Frankreich genutzt worden ist.
Dabei habe ich einerseits eine große Vielfalt an historischen Dokumenten gesichtet, die mir geholfen haben, vier Diskurse der Subversion zu unterscheiden, die sich historisch entwickelt haben und heute nebeneinander stehen. In einem zweiten Schritt habe ich dann etwa 70 literaturwissenschaftliche und vor allem germanistische Forschungsarbeiten, die nach 1989-90 den Begriff der Subversion als methodische Kategorie, als theoretische Kategorie, als Beschreibungskategorie genutzt haben, daraufhin analysiert, wie und mit Hilfe welcher Theorien und Methoden sie literarische Texte analysieren. Die folgenden drei Punkte meiner begrifflichen Klärung hier dieses Kategoriensystems sind jetzt leider sehr schematisch gehalten. Da müssen wir jetzt durch innerhalb dieses Vortragsformats, damit wir nachher produktiv auch an die literarischen Texte rangehen können. Ich habe mich entschieden, auch aus Zeitgründen, diesen Teil besonders schnell zu machen und einfach mal mündlich zu machen. Wir sehen hier diese vier Diskurse der Subversion. Der Diskurs, der sich von Anfang an durchzieht und eigentlich als erster auftritt und bis heute in Wörterbüchern der meistgenannte ist, ist der sogenannte politisch-institutionelle Diskurs der Subversion, wo man davon ausgeht, es gibt Gruppen, die durch politische Aktionen, meist auch durch terroristische, die gesamte Gesellschaftsordnung umstürzen und ändern wollen. Diese Bedeutung von Subversion gibt es bis heute. Dann 1910er, 1920er Jahre, der künstlerisch-avantgardistische Diskurs der Subversion, auf den gehe ich später auch nochmal ein, ist für uns auch evident, was sich dahinter verbirgt. Und insbesondere seit den 50er, dann in den 60er Jahren, unter anderem gibt es dann die Gruppe Subversive Aktion, wird dort auch der Begriff der Subversion sehr stark genutzt. Und wenn man literaturwissenschaftliche Arbeiten sich anschaut, die diesen Begriff nutzen, beziehen die sich meist inhaltlich auf diesen Diskurs. Wir haben dann, und wir haben ja schon davon gesprochen, dass wir hier in einem Raum einer minoritären Distinktion innerhalb der wissenschaftlichen Welt uns befinden, ganz konkret. Wir haben hier den subkulturellen Diskurs der Subversion, wo es also darum geht, dass sich eine subkulturelle Gruppierung, das kann entweder eine Gruppierung sein, die zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechtes, ihrer Religion, womöglich ihres Alters und all dieser verschiedenen Kategorien minorisiert wird gesellschaftlich, sich formiert als Subkultur und dann halt eben für ihre Emanzipation kämpft. Oder es kann sich auch um Gegenkulturen handeln, die über gemeinsame Kleidungsstile, gemeinsamen Habitus versuchen, sich abzugrenzen von dem, was dann als Mehrheitsgesellschaft konstruiert wird. Insbesondere seit den 50er, 60er Jahren stark und auch dort wird der Begriff natürlich sehr stark genutzt. Und wir haben dann, was ich genannt habe, den poststrukturalistischen Diskurs der Subversion. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass Subversion ein Akt der Dekonstruktion sei, eben gerade das Zerschlagen von Gruppenidentitäten, womöglich von Identitäten überhaupt, von überlieferten Kulturbegriffen und so weiter. Und das ist natürlich ein Diskurs, der sehr präsent, gerade auch in geisteswissenschaftlichen Diskursen, also in Spezialdiskursen der Geisteswissenschaften ist. Also das wären jetzt diese vier Diskurse und eigentlich wäre jetzt meine These, die falsifizierbar ist natürlich, wenn in Literatur, in geisteswissenschaftlichen Arbeiten die Rede von Subversion ist, kann man es eigentlich immer in diese Diskurse einordnen und einsortieren. Das wäre jetzt erstmal auf einer nicht auf Literatur fixierten Perspektive die Unterscheidung dieser vier Diskurse. Das Entscheidende ist dann aber, dass sich literarische Texte zu diesen vier Diskursen der Subversion verhalten können. Damit bin ich wieder im Text. Die vier Diskurse der Subversion grenzen sich teilweise voneinander ab, manchmal interagieren sie auch. Zu diesen vier Diskursen der Subversion können sich literarische Texte verhalten, indem sie die Diskurse der Subversion archivieren, reflektieren oder ironisieren. Sie können sich auch selbst in die jeweiligen Diskurse der Subversion einschreiben und diese dadurch stützen. Zur Beschreibung dieses Verhältnisses zwischen literarischen Texten und den Diskursen der Subversion können unterschiedliche Literatur- und Kulturtheorien genutzt werden, wobei die bislang in der Forschung genutzte Bandbreite theoretischer Zugriffe noch weitaus weiter reicht als die von mir im Folgenden aufgezeigte. Wir haben hier schon den ersten Punkt, nämlich Literatur als Manifest der Revolution. Revolutionäre oder terroristische Gruppen und Handlungen können in literarischen Texten dargestellt werden. Wenn man von einem sehr weiten Literaturbegriff ausgeht, ließen sich auch die Erklärungen oder politischen Manifeste terroristischer oder revolutionärer Gruppen als Literatur im politisch-institutionellen Diskurs der Subversion verstehen. Dies ist jedoch zugleich problematisch, da solche Texte im Regelfall einerseits keine besondere literarische Qualität entwickeln und andererseits direkt auf eine politische Wirkung abzielen, was sie wiederum in eine Nähe zur engagierten Literatur stellt. Zudem kann man in der Bundesrepublik Deutschland aktuell kaum, das können wir gerne diskutieren, ich
glaube aber, das ist Konsens, kaum von einer revolutionären Situation sprechen, die in literarischen Texten reflektiert werden könnte. Dies trifft vielleicht am ehesten noch auf die autobiografischen Schriften der Mitglieder der Rote Armee-Fraktion zu, die seit 1994 in erstaunlich großer Zahl erschienen sind. Literatur als Avantgarde. Literarische Texte können als Teil des künstlerisch-avantgardistischen Diskurses bestimmt werden, wenn sie Techniken der literarischen Avantgarde wie Montage, Collage oder Cut-up nutzen, sich in einer neuartigen Weise auf dem Feld der Literatur positionieren oder aber die Begrenzungen des literarischen Diskurses überschreiten und diesen somit entgrenzen. Da die Techniken der historischen Avantgarde und ihre Grenzüberschreitung von den Institutionen des Kunstdiskurses absorbiert werden, da die Techniken der historischen Avantgarde von den Institutionen des Kunstdiskurses absorbiert worden sind, werden Texte, die in dieser Tradition stehen, heute zumeist als post- oder neo-avantgardistisch bezeichnet. Auch literarische Texte, die in anderen gesellschaftlichen Wissenssystemen, wie dem politischen, medialen oder ökonomischen Diskurs, skandalisiert oder verklagt worden sind, lassen sich im Sinne des Avantgarde-Begriffs als subversive Literatur bestimmen. Es ist allerdings immer darauf zu achten, inwiefern die Texte ihr subversiv-avantgardistisches Potenzial nur in einer bestimmten Zeit, einem spezifischen Milieu oder als Grenzüberschreitung zu einem spezifischen anderen Diskurs entwickeln können. Literatur als minoritäre Distinktion. Wenn literarische Texte von den Auseinandersetzungen zwischen Majorität und Minorität, hegemonialen Diskurs und Gegendiskurs, Normalität und Abweichung bzw. Dominanzkultur und Subgegenkultur berichten oder sich durch ihre Personen, Topografien, Sprachen oder Positionsfelder als minoritär distinktive Texte inszenieren, schreiben sie sich in den subkulturellen Diskurs der Subversion ein. Diese Analyse, diese Analyse kann man mit Hilfe von Foucaults Diskursanalyse, Deleuze und Guattaris Bestimmung einer kleinen Literatur oder den Ansätzen der Cultural Studies leisten. Es ist allerdings auch hier zu beachten, dass sich die minoritär distinktiven Abgrenzungsbewegungen, deren dichotomische Konstruktionen und das aus ihnen abgeleitete subversive Potenzial literarischer Texte als hochgradig problematisch erweisen kann, da innerhalb dieses Diskurs und innerhalb dieses Verständnis zugleich wieder minoritäre Kollektividentitäten konstruiert werden, die selbst hegemoniale Effekte erzeugen oder von anderen gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen im Sinne eines Mainstreams der Minderheiten, wie Tom Holert und Mark Tekesidis es genannt haben, absorbiert werden können. Und schließlich Literatur als Dekonstruktion. Literarische Texte lassen sich auch als selbstreferenzielle, widersprüchliche und intertextuelle Gebilde beschreiben, in denen die Einheit der Größen Sinn, Autor und Identität zersplittert und aufgelöst wird. Mit den Gender Studies, den Queer Studies sowie der postkolonialen Theorie lässt sich beispielsweise zeigen, wie geschlechtliche, sexuelle und ethnische Identitäten in literarischen Texten de- und allerdings auch teilweise rekonstruiert werden. Texte, die die Geschlechteridentitäten ihrer Figuren durch Travestien entnaturalisieren oder durch die Nutzung hybrider Sprachen die Eindeutigkeit der Unterscheidung von eigenem und Fremden unterlaufen, lassen sich als literarische Formen im dekonstruktivistischen Diskurs der Subversion beschreiben. Die spezifische Form der Intertextualität, die ein Text nutzt, wie auch die Arsenale, derer er sich intertextuell bedient, sind in diesem Zusammenhang zu untersuchen, da intertextuelle Bezüge eine bestehende Ordnung sowohl abbilden und stützen, als auch zertrümmern und in Unordnung bringen können. So, jetzt kündige ich vorab an, es gibt ein wunderbares Buch von Gerhard Henschel, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das fasst so eine Taz-Serie zusammen, Die wirsten Grafiken der Welt, ist ein wunderbares Buch, und ich versuche mich mit dem nun folgenden Schaubild für die zweite Ausgabe zu qualifizieren, ich werde aber versuchen, es zu erörtern. So sieht das aus. Damit ein literarischer Text auf sein Verhältnis zu diesen Diskursen der Subversion differenziert untersucht werden kann, müssen 5 Schritte durchlaufen werden. Erstens ist es wichtig, die politisch-institutionellen Strukturen und insbesondere den jeweiligen literarischen Diskurs, in dem der Text zu positionieren ist, diskursanalytisch zu beschreiben. Zweitens müssen die Formen und Schreibweisen der Subversion im Text untersucht werden, wobei besonders die Fragen nach seiner avantgardistischen, neo-avantgardistischen Qualität, seinen intertextuellen oder parodistischen Verfahren und seiner gegendiskursiven Positionierung gegenüber anderen Diskursen und ihren Regelsystemen im Fokus stehen.
Drittens sind die Inhalte der Subversion, die sich im Text finden, zu thematisieren, wobei zum Beispiel minoritäre Distinktionsbewegungen oder die Dekonstruktion hegemonialer Stereotypen zu untersuchen sind. Dazu zählt dann viertens auch die Analyse von Topoi, Topografien, Personen und Sprachen der Subversion, wie zum Beispiel Tunnelsystem, Terroristen oder Geheimcodes. Schließlich ist es fünftens notwendig, den Autor oder die Autorin als öffentliche Person zu untersuchen, ausgehend von der Annahme, dass die Inszenierung von Autoren und Autorinnen in der medialen Öffentlichkeit noch immer einen entscheidenden Anteil an der gesellschaftlichen Bedeutung von Literatur hat, diese mediale Inszenierung allerdings eindeutig anderen Regelsystemen unterliegt als der literarische Text im literarischen Diskurs. Das wäre der kategoriale Hintergrund, den ich da entwickelt habe, womit wir jetzt bei den Gegenständen wären, nämlich bei exemplarischen Analysen. Ich werde Ihnen, bevor ich zu den eigentlichen Analysen komme, einen kurzen Überblick über das Feld der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur geben und mich dabei auch zur aktuellen Debatte über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur positionieren. Wobei man allerdings aus meiner Perspektive auch nicht gerade sagen kann, dass diese Debatte toben würde. Schließlich nehme ich dann zwei Bereiche, wie angekündigt, konkreter in den Blick, nämlich einerseits die minoritäre Literatur Saimoglus und die avancierten Poproman Thomas Meinickes. Zunächst aber zum Feld der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Ich habe ein Schaubild gemacht und ich glaube, über dieses Schaubild könnte man auch wochenlang sprechen. Ich glaube, das kann man hinten jetzt nicht mehr ganz so gut erkennen, oder? Okay. Da ihr das ja alles kennt und die Autoren, kann man das dann auch raten. Wir sind hier ein Raum voll von Experten und Expertinnen. Also, es ist einfach für mich der Versuch gewesen, aber der kann diskutiert werden und der kann auch gerne noch modifiziert werden. Das fällt für mich mal zu orten, um auch dann begründen zu können, welche Autoren ich eigentlich untersucht habe. Wenn man die Literaturen der Welt sich anguckt, deutschsprachige Literatur als eine Unterkategorie, dann kann man wiederum den Bereich der deutschsprachigen Literatur aus meiner Perspektive in verschiedene Untersegmente aufteilen. Das Feld der Literatur als etwas ganz breit Diffuses, auf dem, mit Bourdieu gesprochen natürlich, die klassischen Kämpfe stattfinden, die dort nun mal stattfinden. Die erleben wir ja auch gerade. Und was ich jetzt versucht habe, war verschiedene Positionen. Und wenn man jetzt, das könnte man auch diskutieren, sagt, man redet jetzt wiederum von verschiedenen Traditionslinien oder Diskursen im literarischen Feld und da stößt man schon methodologisch wiederum aufeinander, könnte man sagen, es gibt so etwas wie die avancierte Popliteratur. Und ich habe dann Thomas Meinecke untersucht. Es gibt so etwas wie minoritäre bzw. interkulturelle Literatur. Und ich habe Ferien und Saimoglu untersucht. Es gibt so etwas wie die Untergrundliteratur. Ich habe mir die Social B-Bewegung angeschaut. Die neo-avantgardistische Literatur, die satirische Literatur, Cartoons und Comics mit bestimmten Inhalten, experimentelle Lyrik, Happenings, postdramatisches Theater und einige andere Felder mehr, die sowieso schon aufgrund ihrer Traditionslinie in einem relativ engen Austauschverhältnis zu Diskursen der Subversion stehen. Und davon geschieden habe ich andere Felder der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die natürlich auch Verbindungen zu Diskursen der Subversion eingehen können, aber nicht unbedingt die so stark gemacht haben in ihrer Traditionslinie. Ich habe da mal aufgeführt die Wenderomane, die Erinnerungsliteratur, die Mainstream-Pop-Literatur, auch über diese Kategorie könnte man natürlich sprechen, ob man Meinecke und Stuckrad-Barre einander gegenüberstellen kann, ja wie. Engagierte Gegenwartsautoren, die dann natürlich abbilden, was ich eben problematisieren würde aus einer bestimmten Perspektive. Ich habe hier mal Tanja Dückers, Ilja Trojanow und Juli C. aufgeführt als Beispiele für jüngere engagierte Gegenwartsautoren und Autorinnen und dann halt eben die frühe digitale Literatur, die dann natürlich auch ein sehr eigenes Segment ist. Das also jetzt als die Ebenen. Wenn ich mich kurz positioniere zu der aktuellen Debatte vor diesem Hintergrund, jetzt als Literaturwissenschaftler, würde man sagen, das wäre jetzt meine Perspektive, das was in den Feuilletons da stattfindet seit dem Artikel von Florian Kessler seit Mitte Januar, dass wir eigentlich, das kann man ja ganz klassisch mit Bourdieu dann auch zeigen, dass hier einfach nochmal darum gekämpft wird, wer welche Position auf dem Feld hat. Es ist ja kein Zufall, dass ausgerechnet ein Autor, der bislang keinen einzigen Roman veröffentlicht hat, aufgetreten ist als Autor und eine solche Debatte begründet hat. Und wir haben dann, das waren jetzt für mich die spannenderen Äußerungen im Nachgang, zum Beispiel von Enno Stahl, der für diesen sozialrealistischen Roman optiert, natürlich jetzt jüngst Maxim Biller, mit diesem starken, mit diesem vehementen und von unter anderem Ina Hartwig auch vorbereiteten Plädoyer für die interkulturelle Literatur, für zweisprachige, mehrsprachige Literaturen.
Olga Krasnova, die natürlich auch in diese darauf eingegangen ist und gesagt hat, naja, ihr habt eure Bürgerliteratur, wir müssen doch auch nochmal ganz andere Formen von Literatur schreiben, wir wollen diese deutsche Literatur versus interkulturelle Literatur, diese Unterscheidung ist doch unerheblich. Wir haben es hier also ganz klassisch damit zu tun, dass Autoren sich positionieren, um ihre Position auf dem Feld zu steigern und zu klären. Und was ich eher so bestürzend finde an dieser Debatte ist, was eigentlich alles nicht thematisiert wird. Also dass wir eigentlich überhaupt keine, wenn man so will, überkuppelnde Perspektive haben, die versucht aufzuzeigen, an welchen Stellen sich wirklich etwas getan hat. Es wurde ja auch jüngst noch bemerkt, dass tatsächlich der Text von Maxim Biller enorme Ähnlichkeiten zu früheren Veröffentlichungen von vor 10, 15, 20 Jahren hat. Und was zum Beispiel überhaupt nicht auftaucht, um nur zwei Beispiele zu nennen, ist in der Tat die Frage nach dem, was eigentlich das Politische ausmacht. Das, die ganze Debatte bewegt sich immer noch im Horizont des Engagierten. Es ist aber noch kaum bis auf Enno Stahl darüber nachgedacht worden, was eigentlich Dückers, Trojanow und C. machen. Und C. hat dann ja von Enno Stahl ziemlich einen drüber gebraten bekommen, aber fand es noch nicht mal als notwendig, sich da in irgendeiner Form gegen zu wehren. Aber das, was ich hier als Konzept auch versuche stark zu machen, taucht in dieser Debatte überhaupt nicht auf. Und was überhaupt nicht auftaucht, interessanterweise nur ganz am Rande, ist digitale Literatur. Und das wäre etwas, das ist nur jetzt ein Seitenstrang, das will ich aber hier kurz thematisiert haben. Das ist natürlich eine Debatte in Feuilletons, die unter einem enormen Druck stehen und die hier, wenn würde jetzt meine vorläufige These, wir werden es diskutieren können, die sozusagen unter einem enormen Druck stehen in Zeiten von Digitalisierung, Internationalisierung auch des Marktes und Debatten durchspielen, die, wäre meine These, vor 10, 15 Jahren genauso gespielt werden könnten. Und jetzt wäre die Frage, finden eigentlich die Debatten über andere Formen politischen Schreibens oder Debatten über digitales Schreiben womöglich auch inzwischen an ganz anderen Orten statt? Und wenn man sich ein bisschen in Blogs umschaut, wenn man ein bisschen schaut, was bei Twitter gelaufen ist und so weiter, sieht man, dass dort sozusagen vom Literaturmarkt ausgesprochen, würde man sagen, der Rattenschwanz sich bewegt. Dort würde man aber sagen, da werden die eigentlichen Debatten geführt. Und diese Debatte ist eigentlich eine, die komplett ins Leere läuft. Aber das fände ich spannend als Perspektive. Und mich hat natürlich enorm geärgert, dass eigentlich immer wieder auf engagierte Autorschaft da verwiesen wird. Also es ist eigentlich ein sehr reduzierter Begriff von politischem Schreiben immer wieder hervorgebracht wurde. Interessanterweise übrigens wurde auch Saymoglu stark gemacht und auf den werde ich jetzt im nächsten eingehen. Denn wie gesagt, ich habe mir angeschaut, das wäre jetzt so eine weitere methodologische Entscheidung gewesen, wenn meine These tatsächlich ist, dass in den 90er Jahren final diese Delegitimation des engagierten Intellektuellen stattfindet und wir auch tatsächlich neue Entwicklungen haben auf dem Feld der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, dann muss man natürlich sich auch die Phänomene anschauen, die tatsächlich ästhetisch mit Traditionslinien brechen. Und wir haben natürlich ab 1995 Kracht, Faserland und dann in der Folge Stuttgart-Barre, was nachkam. Und dann natürlich mit einer ganz anderen Präsenz, der sogenannte Surkamp-Pop, ja, Götz, Neumeister und Meinecke, die natürlich nicht Mitte der 90er angefangen haben zu schreiben, haben wir im Bereich der avancierten Popliteratur natürlich schon eine andere Öffentlichkeit, eine andere Breite und auch eine andere Wahrnehmung der Ästhetik. Und wir haben dann mit Saymoglus Kanakspra-Konzept tatsächlich, wäre meine These, einen Bruch in der Art und Weise, wie minoritäre, wie interkulturelle Literatur funktioniert. Weshalb ich jetzt übergehe zu Saymoglu, dem ersten Fallbeispiel. Ferdinand Saymoglu hat in seinem ersten Buch Kanakspraak 24 Mistyungen vom Rande der Gesellschaft 1995 und in seinem dritten Buch Kopfstoff Kanakaspraak vom Rande der Gesellschaft 1998 das Konzept der Kanakspraak entwickelt, wobei die Texte zwar mit dem Bezug auf die minoritäre Identität der Kanaken operieren, diesen jedoch eher problematisieren als affirmieren. Saymoglus Kanakspraak wird auch in der aktuellen Literaturdebatte immer wieder als ein Bruch mit der exotisierenden interkulturellen Literatur aufgerufen. Der Autor wurde 1964 im türkischen Bolu geboren, schon 1965 kam er nach Deutschland, er verbrachte also seine Primärsozialisation als Kind von Migranten in Deutschland, studierte später in Kiel Humanmedizin und Kunst und aufgrund dieser Biografie wird ihm zugeschrieben, ein, in Anführungszeichen natürlich, Angehöriger der zweiten Generation von Migranten in Deutschland zu sein. Die Zeit hat ihn 1997 als den Malcolm X der deutschen Türken bezeichnet. Das sind alles diese Zuschreibungen. Wir werden gleich auch sehen, inwiefern sich tatsächlich die Texte und die mediale Wahrnehmung, interessanterweise aber auch dann die literaturwissenschaftliche Wahrnehmung, unterscheiden. Vor diesen Hintergründen soll Saymoglu als prominenter Vertreter einer minoritären Literatur untersucht werden.
Meine Analyse beschränkt sich auf das Kanaksprak-Konzept. Ich werde hier vor allen Dingen auf Kanaksprak eingehen, dieses erste Buch. Darin hat Sambombo 24 stilisierte Gespräche mit Migranten der zweiten und dritten Generation versammelt und abgesehen von einer Transsexuellen handelt es sich bei den Gesprächspartnern um Männer. Die berichtenden Figuren sind zwischen 13 und 33 Jahren alt, bis auf einen Soziologen und einen Dichter gehören sie alle nicht nur wegen ihres migrantischen Hintergrunds, sondern auch aufgrund ihrer sozialen Situation, Submilieus, minoritären Gruppen oder der Unterschicht an. Genau. Und um das einzuführen, zeige ich jetzt mal, ich hoffe, das funktioniert, einen Auszug, und zwar dann von 1998 aus einer Talkshow NDR 3 nach 9. Schauspieler des Jungen Theater Bremen lesen 3 Minuten lang oder inszenieren 3 Minuten lang Kanaksprak. Allerdings muss man vielleicht vorwegschicken, da sind tatsächlich Auszüge gewählt worden, die besonders auf Konfrontation zwischen den Alemannen einerseits und den Kanaken andererseits ausgesucht sind. Es geht natürlich darum, in diesem Medium zu provozieren, was dann auch, wie ich danach zeigen werde, fürstlich gelingt. Also, wir sind jetzt bei 3.18, schauen wir mal 3.18. Fick dich! Da schmeiß ich ein Fick dich in die Runde und oute so ein Liberal als Kannibal, als erster Fresser von Kanak. So ein Lieb-Arilein ist der wahre Kanake, weil er sich dem Einheimischen zwischen die euren Arschbacken in den Kanal dienert und den Kakaoüberzug als eine Art Identität pflegt. Wir wollen nichts mit etabliert oder gedeutscht sein. Der Assinienkümmel ist der mieseste Trip, seit es den Kanaken gibt. Wird mir ein Freund sein, hä? Mit so einem Blondgesocks. Mit einem Liberal, der mich abgrabbelt auf Heimatsprache und sprechen gut Deutsch. Und dieses Scheiß wurde im Kopftuch gelassen. Der Alemanne ist ja gern Dozent und mag eine Weisheit nach einer anderen in die Welt scheißen. Der Alemanne frisst Krise, Scheißkrise und steckt dich mit einer Grübelmikrobe an. Das ist auch hier mal Krise und Shepard bis zum jüngsten Tag. In all den deutschen Zauselköppen da wird eine Krise als eine Sonderleistung. Ohne Krise stehst du da wie eine Niete in der Misere. Ihnen gehört das Land hier und das Geld ist ihr Wärmespender. Die laufen mit einer Riesentube Klebstoff in ihren Palästen rum und pappen jedes Ding fest und nennen es Eigentum. Weil das euer Alemann voll Tag für Tag eine bräsige Rotze schlucken tut. Und so sind die, wie es olle Pack im Osten einst grünen tat, wirklich. Ein einzig Volk und ein einzig Land im schlimmen Geist des Meuchelns und Niedermachens. Die Alemannen hassen sich und gegen den über den Weg läuft. Und irgendwann kriegen welche so eine Störung reingewirkt, weil sie ihre gottverdammte Seele in so einem Batzen Schiss baden. Und da kommt die Rache. Du kannst die Uhr nachstellen. Ich bin ein Freier und Knecht nur vor Gott, dem Herrn. Und sonst keiner Blondsau. Was schuldig? Hol doch die olle Alemannenbrut, der Gehörnte. Dort ist das olle Packerfüllen heute in bester Gesellschaft. Und kann so richtig wie nie zuvor am Scheißdampf vergehen. Mein Ruf an die Kanaken in Alemannia ist, Freunde, wenn euch die Wurzel trocknet, seid ihr toter Busch im Wirbel der Winde. Wenn ihr die Hand gebt dem Unbeschnittenen, vergesst nicht, dass auch seine eigene Mutter auf den Strich stecken würde, wenn genug Schotter für ihn dabei herausspringt. Ich sag mir, Kanake, du bist und bleibst ein anderer. Du bist und bleibst ein Menschenfreund. Gleiche Leutehasser. Lebensgewinner. Klarheitsfuchrufer. Und nur das macht dich zum euren Kanaken. Mit einem Brandstempel auf der Stirn, wo der Mann heißt. Ich bin und bleib ein Hasser eurer Scheißregeln. Sambombo sitzt da in einem Expertenkreis. Man erahnt Harald Junke neben ihm. Wolf Biermann sitzt da, Norbert Blüm und Heide Simonis. Und danach gibt es eine sehr interessante Diskussion. Ich habe das mal mitgebracht. Kathi Röttger hat darüber auch einen Aufsatz geschrieben. Das ist wirklich sehr erhellend, gibt es bei YouTube auch. Ich will nur einfach mal, um zu zeigen, was das auslöst, diese Form des Sprechens, ein Auszug aus dem, was Heide Simonis später sagt. Als Politikerin, die sich sehr um Integration bemüht, einfach mal kurz zeigen. Da gehen wir mal einen Schritt weiter und dann natürlich das Ganze zur Literaturwissenschaft zurückbringen. Die sie gemacht haben, hier spielt die soziale Wirklichkeit Deutschlands eine Rolle und es sind keine Elendbetragten. Also wenn ich dich zurücklehnen würde und würde sagen, mit der Erfahrung meines Volkes, setze ich jetzt mal mich hin und erzähle Ihnen mal, was ich von Ihnen halten würde. Ich halte es nicht, aber ich würde es mal, was glauben Sie, was Sie mir erzählen und zurecht übrigens?
Das heißt, Sie müssen sich zumindest bei der Sprache und bei dem, was Sie da gemacht haben, gefallen lassen, dass ich sage, das ist Shit, was Sie machen. Mhm. Und ich gehe nicht raus und sage irgendeinem Jugendlichen, jetzt halt die Gosche. Und hör einmal deinem Nachbarn zu, wenn Sie sagen, der, der das sagt, darf das sagen, ich darf nicht Kanake zu sagen. Wieso dürfen Sie sagen, ich sitze in Kanake und ich nicht? Wieso dürfen Sie zu mir sagen, ich bin im Nazi und ich darf nicht? Weil Sie das schon dürfen, weil man da draußen uns ständig Kanake will. Entschuldigung mal bitte, jeder, der da draußen sitzt und ein Mädchen auf den Strich schickt, da gehe ich auch gegen vor. Ja. Ich lasse doch nicht alles, was draußen Wirklichkeit ist, laufen. Wie kommen Sie denn auf die Idee? Ja, das hab ich auch nicht. Sie sind Schnapsnase, das kann doch nicht wahr sein, was Sie da machen. Nein, was erzählen Sie denn da? Ja, aber was bringen Sie denn? Ich akzeptiere man hat nicht, was da draußen auf der Straße an Aggression passiert, weil Politik sich dann verabschieden könnte. Das wäre das Erste. Das finde ich ja also wirklich wunderbar. Das gilt auch für Deutsche. Ich rede gar nicht mit Ihnen, ich rede mit einem Vertreter eines Tones. Sie haben ihn Galopp. Ich rede mit einem Vertreter eines Tones. Das ist ja hochgradig spannend. Da sind wir. Viel zu schnell aus Zeitgründen. Wenn man, das bildet im Prinzip die Kapitelstruktur dieser Salmogru-Analyse oder dieser Kanaksbrak-Analyse ab. Ich werde gleich noch kurz eingehen auf die Beschreibung von Kanaksbrak als einer subversiven Kunstsprache. Also wenn man sich um mit der Form beschäftigt und mit der Schreibweise. Wir haben dann, wenn man inhaltlich reingeht, eine klare Dekonstruktion der rassistischen Unterscheidung von Eigenen und Fremden. Wir haben, das wäre das, was ich rausgearbeitet habe, weil es gibt inzwischen viele Arbeiten zu Salmoglu. Meine These wäre, dass wir es tatsächlich hier mit einer Rekonstruktion einer sexistischen Unterscheidung der Geschlechter zu tun haben. Also wir haben da eigentlich einen Widerspruch, dass auf die einen Kategorien dekonstruiert, die anderen eher rekonstruiert. Ich habe dann gearbeitet auch zu der Art und Weise, wie in diesen Protokollen, in Anführungszeichen, popkulturelle Distinktionen konstruiert werden zwischen dem kanakischen Rap und den alemannischen MTV-Popdeppen. Und wir haben dann natürlich in diesen Texten, wimmelt es von Topoi der Subversion, attackieren, jemanden aufklären, die Revolutionäre, der Islamist, Underground, Ghetto natürlich als die Orte, die da immer wieder aufgerufen und stark gemacht werden. Und schließlich, und diejenigen, die sich mit ihm beschäftigt haben, denen wird das unmittelbar einleuchten, diese schwierige Position von Salmoglu zwischen einerseits den kanakischen Abgrenzungen gegen den Mainstream und andererseits dem preiswürdigen Popstartum. Denn natürlich, und das ist die ganz klassische Entwicklung, hat er sich inszeniert als jemand, der komplett neben dem Literaturbetrieb eigentlich steht und hat eigentlich sämtliche Kategorien problematisiert, um dann selber auch die Preise, die er vorher problematisiert hat, später dann anzunehmen. Die ganz klassische, und in dem Fall muss man halt eben sagen, gelungene Autorwerdung hat er da vollzogen. Er schreibt natürlich auch inzwischen in Teilen, das wäre zu diskutieren, anders. Aber zur Rezeption der Kanaksbrak. Und wenn ich das jetzt mache und die Rezeption der Kanaksbrak ja vor allen Dingen aufrufe, die Frage nach der Authentizität der Kanaksbrak, dann geht das auch unmittelbar auf unser Fach eigentlich ein und die Art und Weise, wie die germanistische Literaturwissenschaft aus einem guten Bemühen heraus zwischen einer deutschen Literatur und einer Migranten-, Gastarbeiter-, Immigranten- und so weiter Literatur unterschieden hat. Und natürlich auch gerade durch die Kanaksbrak offengelegt wurde, wie hochproblematisch diese Differenzierung sowieso schon immer war. In den Einleitungstexten zu Kanaksbrak und Kopfstoff wird nicht geklärt, ob die Kanaksbrak eine authentische Sprache oder eine Kunstsprache ist. Es finden sich Hinweise für beide Möglichkeiten. In der Einleitung zu Kanaksbrak definiert Salmoglu diesen Begriff als eine Bezeichnung für die real gesprochene Sprache der Kanaken. Zitat, längst haben sie einen Untergrundkodex entwickelt und sprechen einen eigenen Jargon, die Kanaksbrak. Im Folgenden beschreibt Salmoglu ausführlich, wie er sich das Vertrauen seiner Gesprächspartner erworben, sie an ihren authentischen Orten besucht, die Gespräche mitgeschnitten und mitgeschrieben, sowie über einen Zeitraum von 12 Monaten recherchiert habe. Schließlich habe er die entscheidende sprachliche Leistung vollbringen müssen, die, Zitat, deutsche Übersetzung der Kanaksbrak. Diese Übersetzung habe auf Authentizität abgezielt und sei von den Gesprächspartnern autorisiert und damit authentifiziert worden. Zitat, bei dieser Nachdichtung war es mir darum zu tun, ein in sich geschlossenes, sichtbares, mithin authentisches Sprachbild zu schaffen. Im Gegensatz zu der Immigrantenliteratur, immer noch Zitat, kommen hier Kanaken in ihrer eigenen Zunge zu Wort. Die fertige Übersetzung wurde den Befragten zur Einsicht vorgelegt oder vorgelesen und von ihm freigegeben. Jeder ist mit der Publikation einverstanden. Bereits die Formulierung, eine in sich geschlossene Nachdichtung, verweist auf ein künstlerisch komponiertes Werk, ebenso die Anführungszeichen in diesem Zitat und die Worte authentisch und Übersetzung.
Dieser Behauptung, die Protokolle seien authentifiziert und somit authentisch, entsprechen auch die ersten Rezensionen zahlreicher Zeitungen. In den Kieler Nachrichten heißt es, Salmoglu habe, Zitat, Feldforschung betrieben, die Protokolle in ein lesbares Deutsch übertragen und auf diesem Wege, Zitat, authentische Aussagen, O-Töne gesammelt. Auch in der Rezension des drei Jahre später erschienenen Bandes Kopfstoff in der Frankfurter Rundschau wird behauptet, Salmoglu habe, wieder Zitat, Feldforschung betrieben und literarische Soziogramme produziert. In der Süddeutschen Zeitung werden seine Texte noch 2000 unter dem Titel »Wie Künstler eine Sprache von der Straße aufgesammelt haben, die von Einwandererkindern als eine Waffe gegen Diskriminierung verwendet wird« präsentiert. Diese Lesarten werden unterstützt vom Verlagsprospekt, der sogar von, Zitat, »radikal authentischen Bekenntnissen« spricht. Verlag und Rezensent rücken die Texte Salmoglus damit in die Traditionslinie der authentischen Migrantenliteratur. In ihren Anfängen wurde der Migrantenliteratur eine spezifische Authentizität oder Betroffenheit zugesprochen, die allerdings eine doppelte Diskriminierung implizierte. Diese bestand einerseits darin, dass den nicht-muttersprachlichen Autorinnen und Autoren nicht die Fähigkeit zugesprochen wurde, literarisch eigenständige und ästhetisch geformte Kunst, sondern nur abbildende, dokumentarische Texte zu produzieren. Andererseits wurde den migrantischen Milieus, aus denen sie berichten, nur die Klage über das eigene alltägliche Schicksal zugetraut, nicht aber die Produktion von Geschichten, die auch außerhalb dieser Milieus rezipiert werden könnten. Diese ganzen Begriffe sind sozusagen indirekte Zitate und bitte schön immer in einfachen Anführungszeichen zu denken. In der Literaturwissenschaft empört sich Heidi Rösch noch 2006 darüber, dass viele antirassistisch ausgerichtete deutschsprachige Jugendbücher, Zitat, eine rassistische Sprache übernehmen und diese, da sie unkritisiert bleibt, auch transportieren und literaturfähig machen. Das gilt in gleichem Maße für den Ethnolekt, zum Beispiel in Kanaksbrak von Feridun Salmoglu. Reinhard Sauter reproduziert Salmoglus Behauptung, dass die Kanaksbrak eine Jugendsprache sei, die, Zitat, ihren Ursprung in Ethnolekten der Migrantenkinder hat. Und auch Dirk Skieber versteht Salmoglus Kanaksbrak als einen, Zitat, quasi-dokumentarischen Ansatz, den er in die Tradition der Protokollliteratur einordnet und mit der dokumentarischen Prosa von Erika Runge, Sarah Kirsch und Maxi Wander in eine Linie stellt. Die Verweise des Textes auf seine eigene Konstruiertheit sind allerdings vielfältig. Der Autor bezeichnet seine Texte als Übersetzung, als Nachdichtung. Seine zahlreichen und ausführlichen Verweise auf die realen Gesprächspartner, die das Material authentifiziert hätten, und seine dokumentarische Tätigkeit sind als falsche Fährten und Spiel mit dem Topos der authentischen Migrantenliteratur zu werten, denn er schließt seine gesammelten und über mehreren Seiten laufenden Ausführungen ab mit dem Satz, Zitat, die Bänder musste ich auf ausdrücklichen Wunsch der Gesprächspartner in deren Beisein löschen. Zitat Ende. Diese Geste macht es unmöglich, auch nur eine der zuvor gemachten Behauptungen zu verifizieren, und mit einem Schlag ist das Material als Fiktionales gekennzeichnet. Die Kanaksbrak steht somit gerade nicht in der Tradition der Dokumentarliteratur, sondern schreibt sich demgegenüber eher, dadurch auch die ganzen Anspielungen auf die Rapkultur, in die Popkultur ein. Der Tonbänder schon immer Anlass für ein Spiel mit dem Topos der Authentizität waren. Salmoglu nimmt also spielerisch und parodistisch die Pose des Reporters ein, bedient ironisch die Erwartungen jener, die noch immer an die rein authentische Qualität der Migrantenliteratur glauben. Viel besser lassen sich seine Protokolle vor dem Hintergrund der globalen Hip-Hop-Kultur und ihrer bricolagierten Textkonstrukte lesen, wie die schon früh Manuela Günther und Marika Schmitz-Ehmanns sowie jüngst noch, in dem Zusammenhang auch ganz wichtig, Yasmin Yildiz in ihrem Buch Beyond the Mother Tongue, The Post-Monolingual Condition gemacht haben. Ich habe wiederum in meiner Arbeit dann in einem eigenen Kapitel die Kanaksbrak mit linguistischen Arbeiten über das, Zitat, so nennen sie das in Mannheim, authentische Ghetto-Deutsch verglichen. Und wenn man das macht, zeigt sich sehr schnell, in welch hohem Maße hier eine Kunstsprache konstruiert worden ist. Sein Moglus Erfolg als Schriftsteller gründet sich somit bereits auf eine artifizielle und damit nicht dokumentarische Literatur, die im Diskurs der minoritären Literatur jedoch Irritationen ausgelöst hat und auch bis in die Spitzen der damaligen SPD hinein, wie wir gesehen haben. Also so viel zu ihm. Das war jetzt ein Beispiel für sozusagen eine Herangehensweise an dieses Konzept. Ich käme jetzt zu Thomas Meinecke. Sehe, ich bin, wo sind wir ungefähr? Haben wir noch Platz für den Meinecke? Geht das noch? Ein bisschen Meinecke? Ja?
Oder sind wir es bei seinem Buch belassen? Also ich hätte jetzt noch den Meinung und das Fazit sozusagen. Ja, es geht. Also Thomas Meinecke hat zahlreiche Romane veröffentlicht. Die Literaturkritik beschreibt ihn als einen Autor, der an einer Rückkehr zur Aufklärung arbeite, sich dabei jedoch auf der Höhe poststrukturalistischer und postmoderner Theoriebildung befinde. Meinecke selbst sieht sein Werk als eine politische Arbeit, unter der er das, Zitat, Suchen nach einer genauen und politisch korrekten Sprache sowie deren Nachkorrigieren versteht. Eine Bewegung also, mit deren Hilfe man durchaus das System unterlaufen könne. Passenderweise wird sein Werk auch als ein, Zitat, literarisches Unterseeboot bezeichnet. Das passt natürlich herrlich zum Subversionsthema. Meinecke wird zudem in den ersten zentralen Studien über die Popliteratur der 1990er Jahre an vorderer Stelle genannt und immer wieder als prototypisch für den sogenannten Surkamp-Pop problematische Kategorie angeführt. In seinen Romanen fragten, so schreibt beispielsweise Andrea Geier, die Figuren nach Mechanismen sozial-kultureller Grenzziehung sowie Spielräumen für deren Subversion. Ich müsste eigentlich jetzt länger und intensiv, gerade in Anwesenheit von Moritz Basler natürlich, auch auf den Diskurs der Popliteratur eingehen, kann das hier nicht ausführlich machen. Ich greife natürlich Baslers Moritz Arbeit auf, Rolf Paas Arbeit, wo es darum geht, dass man Popliteratur als ein explizites Spiel mit Positionsfeldern begreift, wo die Figuren dann über ihren Geschmack, über ihre Positionierung innerhalb von Listenverläufen sozusagen anordnet. Ich bin auf Eckart Schumachers Arbeit zum spezifischen Gegenwartsbezug in popliterarischen Texten eingegangen und natürlich auch auf die Arbeiten von Johannes Ullmeier zur spezifischen Schnitttechnik in popliterarischen Texten. Und wenn man sozusagen diese Kategorien jetzt mal nimmt und verschiedene Autoren vergleicht aus diesem Bereich, kann man diese Kategorie der avancierten Popliteratur Meinecke zweifelsohne zuschreiben. Ich werde mir ersparen, jetzt länger darauf einzugehen, etwas zu Tomboy zu sagen. Ich weiß nicht, hat den Text zufällig jemand gelesen hier im Kontext? Kurz was sagen, hat jemand diesen Text gelesen? Weil da sage ich doch was dazu. ich sage dann doch, damit man eine Idee hat, muss ich dann doch kurz sagen, worum es dabei geht. Dann hören wir einmal kurz rein. Was ich dann eigentlich länger ausführen wollte, mache ich dann mündlich kurz. Ich habe Tomboy und Herr Blau von 98 und 2001 analysiert. Gehe hier nur auf Tomboy ein. Tomboy spielt im Dreieck von Heidelberg, Ludwigshafen und Odenwald, berichtet vom Leben der Studentin Vivian Atkinson, die ihre Magisterarbeit über die misogynen Auslassungen Otto Weiningers in Form von Fragesätzen anfertigt. Ich weiß nicht, ob in Münster auch Masterarbeiten entstehen in Form von Fragesätzen. Damit könnte man ja mal experimentieren. Neben ihrem feministischen Bekannten, Hans Mühlenkamm, der sich von ihr stark angezogen fühlt, und einigen Treffen mit ihrem älteren Unidozenten, der sie mit Material für ihre Arbeit versorgt, trifft Vivian vorrangig Frauke Stöver, die in einer Frauen-Lesben-WG in Handschuhsheim lebt und schließlich den die transsexuelle Angela Angelou heiratet und die bisexuelle Tennisspielerin Corinna Kohn. Hans Mühlenkamps Schwester Grete, die ihren Bruder besucht, Fraukes anfängliche Mitbewohnerin Ilse Lehrerin, die zuvor Scheißhaus hieß, allerdings ein bisschen anders geschrieben, als man sich das vorstellt, und ihren Namen hat ändern lassen in ihrem Beruf. Pat Meyer, die ebenfalls in der Handschuhsheimer Wohngemeinschaft lebt, wie auch Corinna Kohn, Vivians Nachbar Bodo Petersen, dies sind einige der weiteren Figuren, die im Roman auftauchen. Zwischen den Personen entwickeln sich in erster Linie nicht nur wechselhafte emotionale und mitunter auch sexuelle Verhältnisse, sondern vor allem ein Austausch über popkulturelle Produkte, Theorien und Alltagserfahrungen, die sich in diesem Kontext mit der Konstruktion von Geschlechtskategorien und Zuweisungen befassen. Und wir hören mal einen kurzen Auszug rein, da kriegt man eine Idee, wie dieses Schreiben funktioniert. Fahl und diesig lag das Bauland in der hochsommerlichen Mittagshitze, als Vivian anhob, die nicht unkomplizierten Errungenschaften Daniel Boyarens nachzuerzählen, eines Kollegen Judith Butlers an der University of California in Berkeley. Butler, gleichfalls Jüdin für Rhetorik, Boyaren für Talmudismus. Aber er hatte auch einen ganz ausgeprägten Sinn für Judith Butlers feministische Theoreme und auf der Umschlagvorderseite ein jüdisches Hochzeitspärchen namens Ruth Zurum und Hyman Fenster,
Catskills, ca. 1925, abgebildet. Ruth auf dem Foto links, Hyman rechts, was dazu geschrieben gehörte, denn Ruth trug überzeugend Hymans Anzug und Hyman neckisch Ruths Kostüm. Sie mit Stöckchen, Zigarette zwischen den Lippen, er Schmuck behängt in ihrem Arm, das Handtäschchen vor seinen Schritt haltend. Untertitel des Buches in Vivians deutscher Stegreifübersetzung: Die Heraufkunft der Heterosexualität und die Erfindung des jüdischen Mannes. Ist ja hochinteressant, sagte ohne jede Ironie Corinna, die sich mit nichts als einem hellblauen Cat Power T-Shirt angetan auf einer weißen Schleiflack-Gartenliege niedergelassen hatte. Der eigentliche Titel des in diesem Jahr bei der University of California Press erschienenen Werks lautet, führte Vivian weiter aus, Unheroic Conduct und bezieht sich auf eine freudsche Anekdote aus der osteuropäischen Kindheit des angehenden Vaters der Psychoanalyse. Wir sparen uns aus Zeitgründen leider die schöne Anekdote und fahren fort ab der aktuellen Folie. Auch hier wieder im Schnelldurchlauf diese fünf Schritte. Wenn man sich die Schreibweise anschaut, kann man den Roman als Rhizom beschreiben. Der Text funktioniert enorm intertextuell, man hat das jetzt gerade schon raushören können. Es wird eine enorme Bandbreite an minoritär distinktiven Positionsfeldern angelegt. Das betrifft die popkulturellen Archive, die Form der Erinnerungsdiskurse, die da aufgerufen werden und hier gehe ich sozusagen von Schumacher aus, eine Form der verlangsamten Gegenwart, die dort erzählt wird. Wir haben dann Theorie als Erzählung, also wir haben eine Form der Auflösung, auch von wissenschaftlichem Schreiben, wissenschaftlichem Erzählen. Ich würde nachher ganz kurz daneben mündlich auf die Topoi der Subversion eingehen, die da aufgerufen werden. Eine kurze Randgeschichte zum Terrorismus, die gefährliche Diaspora, die eine Rolle spielt, die Geheimbotschaften im Roman. Und dann Meinekes Re- und Dekonstruktion der starken Autorschaft, also ein Autor, der öffentlich erklärt, dass er als Autor eigentlich öffentlich nichts zu seinen Texten sagen sollte, weil die Texte eben die starke Autorschaft unterminieren. Aber zum Beispiel gab es sehr starke feministische Kritik auch an Tomboy, wo dieser Text als eine Ironisierung gelesen wurde, wo die autoriale Erzählfigur nachvollziehbarerweise problematisiert wurde. Und in diese Debatte hat sich Meinecke explizit eingeschaltet, aber immer wieder in diesem Einschalten erklärt, aber eigentlich sprechen meine Texte für sich und schreiben meine Texte mich. Also eine unheimlich ambivalente Form der Autorschaftsinszenierung. Worauf ich eigentlich länger eingegangen wäre, wenn noch Zeit wäre, ist diese schöne Geschichte. Es gibt so eine Randnotiz. Wir haben eben gehört, dass wir diese Haupt-WG haben, die vor allen Dingen sich mit den Gender- und den Queer-Studies beschäftigt und vor allen Dingen sich einschreibt mit dem, was sie macht, was sie diskutiert, diesen dekonstruktivistischen Diskurs der Subversion. Und wir haben dann im selben Wohnhaus so etwas wie eine terroristische Gegenerzählung, also ein sich einschreiben in den politisch-institutionellen Diskurs der Subversion und tatsächlich eine Frau, die früher in dieser WG lebte, verliebt sich in einen Nachbarn. Die wollen eine Bombe auf dem BASF-Gelände hochgehen lassen und werden dann auf den letzten Seiten, das wird immer so sporadisch erzählt, und auf den letzten Seiten werden die entlarvt. Und der Roman endet dann tatsächlich damit, und das ist jetzt von dem Hintergrund meines Konzeptes hochgradig spannend, dass sozusagen die Frau Lesben-WG aus dem Fenster heraus auf die Straße schaut und sieht, wie die Mannschaftswagen vor der Straße stehen und sehen, wie sozusagen die Anhänger des Terrorismusdiskurses abgeführt werden und die nächsten Jahre vermutlich im Gefängnis sitzen werden. Und während das passiert, telefoniert eine, ich glaube, es ist Angela Angelou, und man denkt darüber nach, was man denn abends beim Travestieball tragen würde. Und man sieht also, die dekonstruktivistischen Inszenierungen des Körpers und Unterminierungen der bestehenden Identitäten werden fortgeführt und das andere Konzept landet sozusagen virtuell im Gefängnis. Man sieht, wie diese Diskurse verhandelt werden und wie auch die Figuren diese Konflikte zwischen diesen Diskursen von Subversion austragen und wie sie auch sozusagen von den Diskursen beschrieben, teilweise ironisiert, teilweise referiert und auch bewertet werden. Ich komme also zu meinem Fazit. Die Formen der Macht haben sich flexibilisiert, die gesellschaftliche Bedeutung literarischer Texte wird zunehmend minorisiert. Dennoch kommt auch im 21. Jahrhundert den politischen Auseinandersetzungen in Sprache und Kommunikation eine große Bedeutung zu. Michael Hart und Antonio Negri konstatieren in ihrem viel zitierten und besprochenen Buch Empire,
Wenn Kommunikation immer mehr zum Produktionsort geworden ist und wenn sprachliche Kooperation zunehmend die Struktur produktiver Körperlichkeit bestimmt, so wird die Kontrolle über Sprache, Bedeutung und die Kommunikationsnetzwerke im politischen Kampf zu einer immer zentraleren Frage. Zitat Ende. Die politischen, sozialen, ökonomischen, kulturellen und medialen Veränderungen der letzten Dekaden haben im deutschsprachigen Raum das zentrale Modell politischen Schreibens, die engagierte Literatur und den öffentlichen Intellektuellen weitestgehend delegitimiert. Für die zweite Hälfte, wäre jetzt eine zentrale These, der 1990er Jahre kann man einen Paradigmenwechsel beschreiben. Nach den breiten Debatten über die deutsche Literatur im Anschluss an die politisch-historische Wende von 1989-90 etabliert sich neben der engagierten aufklärerischen Literatur ein Typus subversiver Literatur, der an ältere ästhetische und politische Konzeptionen anschließt. Diese Formen politischen Schreibens lassen sich in ein produktives Verhältnis zu Diskursen der Subversion setzen, da sie mit den traditionellen Kategorien einer engagierten Literatur und des Autors als Intellektuellen nicht angemessen zu fassen sind. Die avancierten Poproman von Thomas Meinecke, das Kanaxpa-Konzept von Phelan und Simonou, aber auch die Untergrundliteratur der Social Beat-Bewegung, die intertextuellen und sprachspielerischen Texte von Elfriede Jelinek oder die satirischen Texte des Magazins Titanic, auf die ich hier leider aus Zeitgründen nicht eingehen konnte, setzen sich in je unterschiedlicher Weise in ein Verhältnis zu Diskursen der Subversion. Auf der Ebene der Formen und Schreibweisen überschreiten sie Diskursgrenzen und vermischen beispielsweise das wissenschaftliche und das literarische Schreiben. Sie problematisieren und resignifizieren Begriffe der Ausgrenzung, wie zum Beispiel den des Kanaken. Sie betreiben eine praktische Sprachkritik, wie die Glossen der Titanic. Inhaltlich archivieren und reflektieren sie die Diskurse der Subversion und ihre Topoi, wenn beispielsweise Meinecke kontrastiv von einer dekonstruktivistischen Frauen-Lesben-WG und einem Terroristen-Duo erzählt und die Strategie der Terroristen nicht aufgeht. Sie dekonstruieren oder verkehren die Machtverhältnisse, wenn beispielsweise die Geschichten des Social Beat aus einer teilweise heroisierten Außenseiterposition erzählen. Und sie vollziehen zahllose Distinktionen und Verweigerungsgesten, insbesondere im Fall der minoritären Kanaken gegen die majoritären Alemannen. Da ich in meinen Beispielanalysen, und ich bin ja auf der letzten Seite, nur am Rand auf die öffentliche Autorinszenierung eingehen konnte, möchte ich hierzu abschließend noch einzelne Ergebnisse hervorheben. Die Untersuchung hat deutlich gezeigt, dass der mediale und der literarische Diskurs unterschiedlichen Regelsystemen unterliegen, die teilweise diametral entgegengesetzte Bilder der Autorfigur produzieren. Die medialen Autordiskurse funktionieren dabei widersprüchlich. Hatte schon gesagt, immer wieder wird sozusagen der Intellektuelle verabschiedet, gleichzeitig wird er immer wieder aufgerufen und angerufen. Es lässt sich, gerade auch am Beispiel von Meinecke und Simonou, von den Aporien der medialen Autorfigur sprechen, da die beiden teilweise gezwungen sind, sich in einen Gegensatz zu ihren dekonstruktivistisch-ironischen Texten zu stellen. So distanziert sich auch Simonou später, auch nach dieser Talkshow, mehrfach von einer Stellvertreterrolle, die er aber trotzdem zwangsläufig immer wieder zugeschrieben bekommt. Und Meinecke dekonstruiert die starke Autorfunktion und erklärt dennoch immer wieder öffentlich seine eigenen Texte und gibt damit eine Deutung vor. Die untersuchten Formen subversiven Schreibens und die öffentliche Autorenrede verfangen sich somit unabdingbar immer wieder in verschiedenen Aporien, die sie allerdings, und das ist entscheidend, immer schon mitbedenken. Das politische Schreiben in der Gegenwart verhält sich also nicht nur zu Diskursen der Subversion, sondern auch zu den Aporien der Subversion. Und gerade diese Qualität macht es so komplex und bewahrt zudem seine Relevanz. Die politische Literatur ist jedenfalls nicht als Sondermüll auf den blühenden posthistorischen Feldern einer kapitalistischen und multimedialen Gegenwart gelandet. Vielmehr haben ihre Konzepte eine Transformation durchlaufen, die sie den komplexen, globalisierten Machtverhältnissen und ihrer eigenen, zunehmend marginalisierten gesellschaftlichen Position angeglichen hat. So müssen wir also, und kommen zum Anfang zurück, die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Enden der Geschichten auch zukünftig um- und weitergeschrieben werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.